Ja, dann, da gucken wir mal, ob der Dalle auch klappt. Der Dalle auch klappt. Voilà, ich meine, der Tür funktioniert, klar. Jetzt soll's hin. So dann. Herzlich willkommen zum Stream und ich will in alle Klassiker des Mega Content spielen. In dem Fall The Legend of Zelda Oracle of Season. Voilà, den Oslo Ferro pur Wochen von ich mich nicht irren. Simulator von der Switch rauskommen. Vom Gameboy Simulator. Dann testen wir das mal. Salut, Andu. Du noch um diese Uhrzeit up. Streams zu gucken, bin ich schon mal gefragt. Ah, der Döner. Das gibt mal Erinnerungen, als ein Umhelf ist mehr erkannt. Auf 100 Way. Ich meine, das war ich am dritten Schuljahr, wenn ich, wo ich das Spiel geholt habe. Ich muss nicht irren. Stimmt, das war dritte Schuljahr, weil am dritten Schuljahr möchte ich sehen, Kommunion. Hey Wunder, ist ja noch ein gut Stück Mial, wisst du. Ich kann mich erinnern, weil ich code für mein Commune, den Game Boy Color, und das war eh von meinem nächsten Spieler drauf. Texte werde ich definitiv nicht noch ein paar durchlesen, die kann ich nicht noch so freier. Ja, das ist auch Retro, definitiv.
Ich bin mal gespannt, ob ich das Spiel überhaupt noch auswendig kann. Das seit Ewigkeiten hier, dass ich das gespielt habe. Stimmt, ich muss halt mal alle Spockbänke schwätzen. Die hun ich doch mega cool fand, einfach weil du hast ein mega groß Welt schon früher für Gameboy Spiel, weil das mega groß das Spiel. Auch wenn es so pixelig war, das tut eine mega cool Story. Weil das ein bisschen anders ist wie die meisten Zelda, weil hier geht es mal nicht wirklich um Prinzessin Zelda und sich. Es geht um den Pharaon, ich weiß nicht mehr den dritten. Es geht um die drei Göttinnen, die eigentlich die Triforce gemacht haben. Die Triforce aus Anfang, da hat weiter eine Menge Hand da. Ja, das ist die Triforce. Müsst ihr ein Kanu holen, das ist definitiv der Wert. Was du dir vorstellst, wie weit ich heute aus dem Bild gehen aus, dass ich offiziell auf Twitch kein Bayer weiß, in der vorne schon ein Heuer Bayer stehen. Also, was ein Switch ist, das Spiel kann ich gratis spielen, solange ich unter dem Nintendo Connect Abo ist. Ich muss den holen, wenn ich will online spielen. Dann wird ihn automatisch den Service halt mit dabei. Den hecht ohne. Ich schwenk den Unfall auf jeden Fall noch durch. Easy! Und so dann. Ich weiß nicht, ob es den Nintendo Connect Abo ist, weil die brauchst du eben für die Farb-Apps können online zu machen. Auf der Switch. Also den ist, dann kannst du da den Gameboy Simulator hochflöten gratis. Und du sind. Alle 2-3 Wochen kommen da neue Spieler bei. Und da war ich für kurz im Recht gekommen. Stimmt, dann hecht auch noch. Richtig schwere Bosskampf aus Endgegner, kann ich mich erinnern. Ja, Funk geht es die Basen nicht an dem heute spielen, weil normalerweise sind immer die nämlichste Basen an also der ganzen Serie für Zelda. Mich ist es immer gar nicht doof. Und andere Spieler sind auch andere Basen. Mit hier an dem Spiel geht es den Unox und die geht es nicht an dem Spiel. Thank you.
So, das Spiel heißt um Oracle of Season. Das heißt, an dem Spiel geht es um die Jahreszeiten. Du kriegst ja nur ein Artefakt, wo du erlaubt die Jahreszeiten vom ganzen Spiel zu ändern. In der Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter. Und die Idee dahinter ist mega cool, weil nämlich so kannst du verschiedene Rätsel lesen und verschiedene Jahreszeiten. Stimmt. Hier geht es. Hier kannst du ganz dreckig sein und du kannst an dem Boutique wirklich klauen. Also probieren zu klauen. Und es geht. Die X, du kannst sie wirklich klauen am Boutique und da kannst du bestraft, was du noch ein an die Boutique rangehst. Also den Nintendo Connect den ist auch nicht teuer, die kostet, die bezieht sich eigentlich für EU, schmengen 21 Euro, wenn ich mich nicht irre. Den zählt dann für die ganze Jahr. Und dann kannst du eben online spielen und eben alle guten Simulatoren nutzen, eine andere verschiedene Online-Spieler von Nintendo, eine andere Tetris Ding an uns. Genauso wie du, Du kannst Simulationen, das war den Gameboy, den N64, den Super und NES kannst du spielen, Retro spielen. Hier war auch Quad ganz witzig gesehen. Quarter sind eigentlich, die ganzen Quarter sind so Karien angelegt, das ist immer. Die Karre, wo ich schon gerade herumtrippe, der das E-Karo und der Ball ist dann, wie es so weitergeht. Und ich habe eine neue Karo freigeschaltet. Richtig, ich muss jetzt nicht auf den Strand gehen. Das ich werde mal nur müssen machen, als schwer zu fangen. Hier ist also ein ganz klassisch Rätsel bei Zelda. Das ist ein scheiß Küpp, hier in der Mitte. Und dann muss ich einfach mal schießen. Und dann sind die ihre Schuppen. Naja, ganz viel von den alten Spielern gehen auf die neuen Spieler projiziert, also sie sind halt eben nur mehr modern, 3D und alles so. Aber grundsätzlich sind die neuen Spieler basiert auf die alten Spieler von früher. So, hier mal schalten. Ah, ne, die sind weg. Ganz klassisch Schlüssel.
Mollo für dir und dir. Ja, kann ich sowieso ändern, also definitiv. Funk hat halt dick viel Platz, wo es noch nicht ganz hinkommen, weil es im Laufe vom Spiel andere Items ist, wo es dann auf die Plätze hier kannst kommen. Beziehungsweise verschiedene verstopfte Ruhen, falls es auch viel später im Spiel sind, die andere Items hier. Stimmt, richtig, heute kannst du rüber, wenn es auch nur die Geschichte von den Piraten fertig ist. Hier waren wir immer, los immer frei waren. Auf verschiedenen Gebieten wirst du die Zeit von sich allein, an anderen Gebieten musst du nur selber die Zeit anbringen. Oh, muss dafür stellen, ich schon die meisten Gamer aus meiner Zeit wissen dort. Als kommt, hatte mir nicht so viel Spieler. Und ich bedenke da länger, ob der Nintendo 64 hatte ich früher 8 Spieler. Und mit denen 8 Spieler habe ich mich 6 Jahre amüsiert. Und ich bedenke, dass heute ist das, kann man viel mehr verwinnt sind an 120-30 Spielern hier. Jurend, Alter. Davon konnte ich nur drehen an meiner Zeit. Dafür mehr und all die von meiner Generation, mehr und Spieler drunter und du wieder 10, 20 Mal durchgespielt. Und dafür meistens die Spieler kennen die meisten immer noch auswendig, die was. Oh, ich kann das Spiel auch nicht mehr ganz auswendig, weil ich. Oh. 23 Uhr hier sind, wo ich jetzt gespielt habe. Ja, so ungefähr. Wir hatten früher eben mega Spaß, die Spiele.
Spieler nach 100 Mal durchzuspielen. Das ist auch mega fried gemacht, die Spieler immer so weiter. Nee, du wirst das Schnitt wiederholen. Schon mal verstanden. Gloriger Schlüssel. Den Schlüssel brauchen wir für den echten Dungeon. Zum Beispiel das heute Monster gesät aus wie Garados, für Freya, als für Pokémon. Ja, mit den Hingern aus dazu eine Geschichte. Zelda soll kein Hinger schlagen, weil sonst irgendwann greifen die Hinger an und die greifen dich so lange an, bis du stirbst. Das ist nicht cool, das. Sonst kein Hinger quälen. So, heute sind wir am Punkt beim Abgang vom ersten Dungeon. Da gehen wir noch wieder und da kommt der Schlüssel. Level in Knorr. Stimmt, du hast ein Pferd kurz. Ja, stimmt, wir haben einen Sinn mehr geschwebt.
Pascha kann den noch gut geschwissen, das sind die Sammeln mit, weil den ich glaube, ist so viel cool. Okay, dann, das schläft gut. Merci vielmals, merci, dass du gekommen bist. Thank you.
Stimmt, mit Ring war so ein Gotcha-System. Du kannst nur mit einem speziellen Ring kreieren, mit extra Fähigkeiten. Aber das war immer gelickt, das also. Mutter Erde, eine Essenz der Natur, diese Mutter Erde nährt sich Saat, die auf die Felder gestreut wird.
Stimmt, das ist ein ganz Questline mit denen Sachen. Thank you.
Thank you.
Hey Leute.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ich werde das Stream nur open. Ist das Web ist mit? Doch, es ist schon spät. Oh, schon besser. So dann. Ja, und geht der Tour? Mehr gesehen hast dann, oder besser gesagt, haut am nächsten Stream. Alle. Ciao.